Voting-Sieger im Internet. Normalerweise ist man ja erstmal am Urlaub planen und dann am Koffer packen. Die beiden machen das andersrum. Die packen erst den Koffer und machen dann den Urlaub. Seid ihr bereit, meine Damen und Herren? Da gebe ich nämlich den Startschuss. Für 5 Minuten die Zeit. Ja, schönen Morgen. Wir wollen euch heute etwas über das Thema Reisen erzählen. Normalerweise ist es ja so, ihr wollt in den Urlaub fahren, dann stellt sich erstmal die Frage, wohin wollt ihr reisen? Geht dann natürlich ins Internet und mit Hilfe von Hotelsuchmaschinen sucht ihr euch dann ein passendes Hotel eventuell aus. Die Suchkriterien sind da meist nicht so dufte. Das sind dann meist von Sterne bis Preis und Verpflegung. Aber letztendlich spezielle Angebote oder extra Wünsche, die ihr im Kopf habt, könnt ihr nicht angeben. Und dadurch habt ihr letztendlich durch einen geplanten Traumurlaub und die fehlten Extras keine Chance auf hundertprozentige Zufriedenheit im Urlaub. Das wollen wir ändern, und zwar mit Baction, Spielen für Reisen. Angelehnt an das Spiel Ich packe meinen Koffer und nehme mit, ist Baction derzeit einzigartig. Warum ist das so? Wir drehen das Ganze um. Ihr gebt zunächst erstmal, auf was ihr wirklich Wert legt. In der heutigen Zeit sicherlich WLAN, Internet, ihr wollt eine Erfrischung in einem Pool, ihr wollt vielleicht das Tauchen in einer Tauchschule erlernen. Dann gebt euch danach Bettchen, den Ort bzw. das passende Hotel vor und ihr habt somit die Chance auf hundertprozentige Zufriedenheit im Urlaub. Und wie ihr vielleicht seht, das ist nämlich im Detail eine ziellose Reisesuchmaschine, allerdings mit Zufriedenheitsgarantie. Und wie diese im Detail funktioniert, wollen wir euch am besten jetzt mal mit jemandem aus dem Publikum eventuell zeigen. Möchte jemand vielleicht, ja gleich hier vorne der Herr, danke, unser Reise-User sein. Moin, ich bin Manuel, wer bist du? Hi, ich bin Sven. Moin Sven. So Sven, dann komm einfach mal in die Mitte. Sven, such dir doch bitte zunächst einmal erstmal einen Koffer aus, denn der legt dein Preissegment fest, in dem du dich bewegst. Super Sven. So, dann wird Sven jetzt erstmal den Koffer für uns packen. Sven, nenn mir mal bitte drei Dinge, die dir besonders wichtig erscheinen im Urlaub. Ja, wir auf jeden Fall Fahrrad fahren. Fahrrad. Super, wir haben Fahrrad da. Applaus. Pack das mal bitte in den Koffer. Was noch? Ich wandere gerne. Super, Wanderstiefel. Haben wir sowas? Cool. Hoffentlich die richtige Größe. Und als drittes? Volleyball spielen. Volleyball spielen findet er auch klasse. Super. Also ich finde schon mal klasse, wie rein zufällig du unsere drei Beispielgegenstände genannt hast. Davon schon mal einen kleinen Zwischenapplaus, bitte. Ja, super, danke. Stopp, weiter, wir haben kaum Zeit. Jetzt kommen wir nämlich zu unserem Main Act eigentlich. Wir haben einen kleinen Stunt vorbereitet. Dazu werden wir Sven jetzt einmal die Augen verbinden. Denn letztendlich weiß er noch gar nicht, wo seine Reise hingehen wird. So Sven, wir drehen dich. Dann gehen wir zu unserem Koffer. Und jetzt werden wir einmal den Koffer packen. Schließe ihn bitte. Wir schreien alle zusammen, Bäckchen! Bäckchen! Und wie ihr seht, haben wir jetzt drei Hotelvorschläge für ihn, die auf ihn zurecht gestutzt worden sind. Allerdings noch nicht perfekt. Wie können wir das perfektionieren? Er kann jederzeit seinen Koffer besser packen. Denn je besser der natürlich gepackt ist, desto besser ist sein Suchergebnis. Möchtest du eventuell zusätzlich ans Meer fahren? Na klar. Super, dann habe ich hier eine Meerjungfrau für dich. Dann pack ihr nochmal bitte die Meerjungfrau ein. So, jetzt hat Sven nur noch ein einziges Hotel, was natürlich passend auf ihn zurechtgeschnitten ist. Er hat die hundertprozentige Chance auf eine geile Zufriedenheit. Und das ist letztendlich Baction. Spielen, verreisen, Koffer wählen, Koffer packen, Hotelvorschläge bekommen. Und das Gute daran ist natürlich auch, das Ganze ist kostenlos für Sven. Doch. Letztendlich reden wir hier über Business-Ideen. Also wie funktioniert es, dass Baction auch Geld macht? Das ist nämlich Baction Business. Dauert auch nicht mehr lang. Und zwar geht es einfach darum, dass normalerweise derzeit Hotelvermittlungsportale wie ihr kennt sie alle, zwischen 15 und bis zu 50% Provision pro vermittelten Hotelzimmer verlangen. Das ist natürlich eine Sauerei. Hier eine kleine Rechnung. Zum Beispiel, ihr wollt ein Zimmer für 100 Euro bei da müsst ihr allein
50 Euro drauf zahlen, denn das ist die eigentliche Provision, die der Hotelier wieder abgeben muss. Streichen wir einfach die Vermittlungsgebühr, ersetzen das durch Bäckchen, denn wir nehmen 0 Euro Vermittlungsgebühr, können wir zu diesem perfekt zugeschnittenen Zimmer euch sogar das Zimmer billiger anbieten, keine 100, sondern nur noch 75 Euro. Und zusätzlich macht der Hotelier noch mehr Umsatz als vorher. Genau. Wie machen wir das? Und wir haben eine Flatrate auf 5 Euro im Monat. Flatrate bedeutet nicht Vermittlungsprovision für ein Zimmer, sondern für unendlich. Und wir haben bislang 2500 Hotels schon, also es funktioniert. Das ist Bäckchen, Spiel, Verreisen. Vielen Dank. Sven aus dem Publikum. Ja, Jungs, gut gemacht. Den zweiten Platz für ein Startup, was definitiv das beste Kostüm hatte und hoffentlich seinen Kunden jede Menge Grundurlaub verspricht. Ja, für Bandspiel. Der zweite Platz für Bandspiel. Bäckchen. Spielen, verreisen.